Leute, hallo und herzlich willkommen zu Ultimate General Civil War. Warum dieses Spiel? Ganz einfach, ich habe es auf Medicus Channel gesehen und war hin und weg zumindest davon, die Videos anzusehen. Habe mir die ganze Zeit gedacht, selber spielen ist aber glaube ich nicht mein Fall. Und jetzt spiele ich es doch, ich habe es mir gekauft und bin hellauf begeistert davon. Also es macht mir auf jeden Fall Spaß. Ist auch vom Anspruch her mal ein bisschen anders als das, was ich sonst so im Singleplayer geliefert kriege in den Spielen. Und deswegen freue ich mich jetzt wirklich, das hier euch präsentieren zu dürfen. Ich werde nicht die Konföderiertenkampagne, sondern die Unionskampagne spielen. Als Chris gesehen hat, also hier Medicus gesehen hat, dass ich das spiele, hat er schon gemeint, ja, so wie er mich kennt, werde ich wohl viel mit Spezialisten, also hier mit so Scharfschützen und Kavallerie und Arti arbeiten. Tatsächlich war das auch zunächst mein Plan. Jetzt habe ich so 3, 4 Stunden gespielt und habe schon gemerkt, ganz so schön, wie ich mir das vorstelle, wird das wohl nicht funktionieren. Und ich bin jetzt quasi ein bisschen zur Vernunft gekommen. Ich werde also überwiegend erstmal versuchen, viel Manpower aufs Feld zu bringen. Schöne, große Brigaden, nicht besonders teuer, aber auch nicht zu schlecht. Einfach Manpower halt. 2000er Trupps mit vernünftigen Waffen, hier Springfield oder sowas in die Richtung, und dann einfach draufhalten, draufhalten, draufhalten. Und da einfach zu versuchen, so ein bisschen dieses schöne Hammer-Amboss-Prinzip auch in diesem Spiel anzuwenden. Ich versuche ein bisschen mehr Spezialisten zu verwenden, als es der liebe Medicus tut. Ob es sehr viel mehr sein wird, werde ich noch nicht wissen jetzt. Aber ich probiere es zumindest. Einfach wie gesagt, Hammer-Amboss mit vielen Truppen Gegner binden und dann eben schön über die Seite oder hinten rein und die Gegner zum Routen zu bringen. Das Problem in dem Spiel ist, dass wenn eure Kavallerie zum Beispiel mal von einer gegnerischen Salve erwischt wird, dann ist das so ein bisschen so ein Gamble. Wenn die dann anfangen zu fliehen, dann können die in alle Richtungen fliehen und dann ist es halt ziemlich ungemütlich. Deswegen, ja, schauen wir einfach mal, inwieweit das gut funktionieren wird. Ich werde die Unionskampagne spielen, ganz einfach, weil ich jetzt schon 10-mal die Konföderiertenkampagne gesehen habe und auch jetzt angespielt habe, um das Spiel zu lernen. Deswegen, ich werde, wie gesagt, ja, sei still bitte, Sprecher. Gut. Gut, bist jetzt still? Danke. Okay, gut, dann machen wir jetzt kurz diesen Sprecher hier aus. Das ist einfach unverhältnismäßig laut. Die Musik machen wir auch kurz aus. Kurz zur Erklärung hier. Am Anfang werde ich auf den Strategen gehen, ganz einfach, weil ich ja viel Manpower aufs Feld bringen möchte. Und auch teilweise Veteranen teurer ein bisschen ausgeben. Bei ein bisschen Reconnaissance schadet nicht. Und Ausbildung kriege ich später auch noch. Hier muss ich dann nämlich die Ausbildung nehmen. Weil so viel Reconnaissance brauche ich nicht, aber ich will halt schon Veteranen mit ausgeben. Gerade wenn meine Kavallerie mal ein bisschen dezimiert wird, was ihr fast nicht verhindern könnt, will ich da schon wieder Veteranen für ausgeben. Deswegen wähle ich hier die Infanterie. Und hier will ich dann die Politik wählen. Warum will ich hier die Politik wählen? Ganz einfach aufgrund dessen, weil Politik bedeutet, dass ihr mehr Manpower bekommt, mehr Geld bekommt für den Abschluss erfolgreicher Missionen. Auch für den Abschluss unerfolgreicher Missionen. Aber egal. Hier bekomme ich Politik, was eben mehr Manpower bringt, was mir mehr Leute auf dem Feld bringt und Wirtschaftlichkeit, was dazu führt, dass wir einfach mehr Kohle haben, beziehungsweise die Waffen günstiger kaufen können, die wir dann mit der mehr Kohle aus der Politik uns besorgen können. Weil wenn ich mehr Manpower aufs Feld bringen will, brauche ich ja zum einen Leute, zum anderen Waffen und deswegen ist das hier die ideale Kombination. Gut, wir spielen die Unionskampagne, wie gesagt, die habe ich schon, jetzt schon ein paar Mal gesehen, deswegen Unionskampagne. Wir spielen den Brigadier General, Brigadegeneral auf Deutsch und das ist der mittlere Schwierigkeitsgrad. Colonel ist mir, glaube ich, ein bisschen zu einfach. Ich habe jetzt, wie gesagt, die Konföderiertenkampagne mal angespielt und ich denke, Brigadegeneral geht schon. Major General ist mir dann wahrscheinlich ein bisschen zu knackig wieder. Deswegen spielen wir jetzt einfach mal den Brigadegeneral, nehmen irgendeinen generischen amerikanischen Namen, wie zum Beispiel Smith, und legen los. Schauen wir hier mal rein. Einkommen 7,5% mehr, Ermäßigung 2,5% mehr, Veteranenkosten minus 7,5%. Das sieht also, denke ich, ganz gut aus. Einen Korps können wir benutzen und legen wir einfach mal los. General, unser Hauptziel ist es, diese Kleinstadt und ihren Bahnhof zu sichern. Ja, das sollten wir wohl hinkriegen. Hier Bahnhof, hier Kleinstadt. Sieht ein bisschen fies aus, weil hier sind Befestigungen und da oben auch. Und das sind die zwei Brücken, über die wir drüber müssen. Müssen wir also schauen. Müssen wir also einfach über unsere zahlenmäßige Überlegenheit nachher kommen.
Laut den Sperren besteht die Besatzung aus nicht mehr als 3000 Soldaten. Wir müssen die Stadt einnehmen, bevor die Verstärkung der Rebellen per Eisenbahn eintrifft. Die Verstärkung der Rebellen kommt hier unten. Das heißt, wir sollten vielleicht versuchen, die Brücke zu kommen und hier dann eine Verteidigungsstellung einzurichten, damit die Verstärkung, die wahrscheinlich auf jeden Fall rechtzeitig ankommen wird, abgefangen werden kann. Es ist ratsam, ihre Vorhut zu benutzen, um die Umgebung wahrscheinlich, meinen Sie, der Stadt von Blenkel an anderen Bedrohungen zu räumen. Der Rest ihrer Streitkräfte ist auf dem Weg, wird aus Südwesten ankommen, also auch von hier unten. Greifen Sie die Stadt an, wenn alle Ihre Streitkräfte vor Ort sind. Gut, ganz kurz strategische Überlegungen. Wenn ich die Konföderierten wäre, die ja immer zahlenmäßig unterlegen sind, so ist zumindest die Idee von dieser ganzen amerikanischen Bürgerkriegsgeschichte, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe keine Ahnung davon, um ehrlich zu sein. Also ich wusste bis vor 2, 3 Tagen noch nicht mal, wer da gewonnen hat. Aber da habe ich mich ein bisschen informiert und habe ich gehört, dass Südstaaten gegen Nordstaaten gekämpft haben, Südstaaten wohl für die Sklaverei waren und die hatten wohl auch noch wirtschaftliche Differenzen und so weiter und dann haben die Nordstaaten gewonnen, die Sklaverei abgeschafft. Das ist zumindest mein Verständnis von der ganzen Geschichte jetzt und das ist wie gesagt nicht viel. Die werden vermutlich versuchen, den Hinterhalt zu legen. Das hier wäre natürlich prädestiniert von links und rechts, wenn ich hier durchmarschiere. Also da durchzumarschieren wäre wahrscheinlich tödlich. Also muss ich mich entscheiden, entweder oben lang zu laufen oder unten lang. Ich habe nur zwei Skirmisher und eine kleine Infanterie. Aufteilen wäre, glaube ich, keine gute Idee. Gerade mit der Vorhut, wenn ich da irgendwie von irgendwas erwischt werde, dann sind die halt schnell kaputt. Also wie gesagt, entweder oben rum oder unten rum. Gehen wir mal oben rum, würde ich sagen. Also all unsere Verbände schicken wir jetzt mal oben rum. Wie gesagt, ich will hier unten nicht vernichtet werden von was auch immer da kommt. Und legen wir los. Jetzt kann man übrigens den Ton auch wieder anmachen. Bisschen Musik, ein bisschen Effekte. Bloß wenn ich da von einem Typen die ganze Zeit im Reden unterbrochen werde, dann kann ich das nicht leiden. Smith, unser guter General. Schöne Schnauze, der Mann. Bisschen grau auf dem Kopf schon, aber das ist okay für den Mann. Er ist was für ein Rang? Sehe ich das hier irgendwo? Das ist Corps Smith. Ich würde mal tippen, dass er auch Brigadegeneral ist oder so. Ich schätze, der ist Korpsführer. Also, was ist ein Korpsführer bei den Deutschen für einen Rang? So, lass mich mal überlegen. Oberstleutnant ist ein Brigadenführer, glaube ich. Ne, wobei ist ein Brigadegeneral. Ich habe keine Ahnung. Ich will jetzt auch nicht zu viel Stoß erzählen. Deswegen. Ah, okay, da haben wir schon die ersten Skirmisher gefunden, hatte ich ja gesagt. Können wir die vielleicht überraschen, anstatt dass die uns überraschen? Ah, die sehen uns doch schon. So, Feuer, Feuer, Feuer. Könnt ihr jetzt so noch hin? Sehr gut. Ah, 8 Mann getötet. Das war tatsächlich okay. Die stehen halt mit ein bisschen weniger Deckung da, die Jungs, würde ich behaupten. Ja, denen wird jetzt schon ein bisschen Angst und Bange. Schicken wir Smith direkt mal hinterher für die gute Moral und so ein Zeug. Schäfer direkt hinterher, Stockton auch und Zug, das wird unser toller Infanterie. Das ist, glaube ich, Major. Also zumindest haben bei den Deutschen die so eine lustige Blume. Wenn mich nicht alles täuscht. So. Wollen die jetzt schon in Mili gehen oder wie? Okay. Ja, da habe ich kein Problem mit. Der hat jetzt schon Moralprobleme. Die scheint ein bisschen so einen Plänkel-Modus anzuhaben, den man aus anderen Spielen kennt. Hier Total War zum Beispiel, dass der immer ein bisschen verzögert. Das gefällt mir ehrlich gesagt nicht so gut, wenn ich das nicht ausstellen kann. Smith hält sich hier schön im Hintergrund. Da hinten kommt jetzt unsere Hauptkampf. Kraft angelaufen. So, ja, einfach bloß feuern. Ihr müsst dann nicht reinlaufen, um euer Gewehr zu benutzen. Zumindest nicht meinem Verständnis nach. So, bringen wir die mal noch. Was machen die jetzt da?
Kann ich denn diesen Plänkelmodus irgendwie ausstellen? So. Jetzt schaltet ihr mal bitte da volle Möhre rein. So, die routen schon und dann würde ich sagen, greifen wir hier auch noch volle Möhre an. Ah, Südwesten ist also da, okay. Ihre Verstärkung ist eingetroffen, marschieren Sie zur Stadt. Alles klar, Kavallerie unter Pristow haben wir schon bekommen. Pristow. Walton und Loomis kommen auch noch zur Unterstützung. Sehr schön. Auf geht's, Männer, ab nach vorne. Da müssten wir eigentlich auch so stürmen können. Ja, schön aufs offene Feld. Auf, ein bisschen schneller hier. Wie kann ich den befehlen zu rennen? Das nur zurückfallen. Keine Ahnung. Ah, da haben wir auch Artillerie jetzt mitbekommen. Sehr schön. Supply. Ich weiß jetzt nicht, was hier oben an Plänklern rumsteht, aber... Ah, hier haben wir einen Aussichtspunkt. Da sehen wir jetzt die Feindkräfte. Die haben noch den Herrn McHenry mitten in der Stadt stehen. Wir haben jetzt 5 Stunden Zeit, um die Stadt einzunehmen. Ich denke, das sollten wir hinbekommen. Gerade wenn wir ein bisschen Artillerie haben, um die ein bisschen weich zu schießen, müssen wir mal gucken. Ich schätze, das sind 6 Pfünder. 10 Pfünder Artillerie sogar. Ich habe ehrlich gesagt auch davon wieder nicht viel Ahnung. Das ist einfach nicht mein Setting. Vom Zweiten Weltkrieg habe ich mehr Ahnung. Aber wenn ich das richtig weiß, das sind 10 Pfünder, also schon ein bisschen mehr so für die Medium Range, die Artillerie. Wenn ich jetzt nicht ganz daneben liege. Ja, komm, ihr könnt euch einmal reinhalten. Ja, genau so. So, Presto, direkt mal nach vorne. Vielleicht versuchen hier oben noch so einen Speerposten einzunehmen. Walton hier vor. Supply schaffen wir jetzt mal schön hier hin. Und wir haben sogar 2 Artilleriebrigaden. Sind das Brigaden? Nee, ist eher so Kompaniestärke. Ja, es ist Brigade. Ich habe keine Ahnung, wie die Stärke so im Bürgerkrieg war. Das scheinen hier auch so Dragoner-Jungs zu sein, also Kavallerie-Schützen und keine Nahkampfkavallerie im Kavallerie-Sinne halt. Hier werden wir... Nein, nein, nicht chargen, um Gottes Willen. Einfach nur feuern, bitte. War das unsere Artillerie? Das war nicht unsere Artillerie. Ja, haltet ihr bitte auch mal auf die Jungs drauf. So, Artillerie müsste da jetzt schon gut draufhalten können. Walton, schaffen wir mal ein bisschen von oben an die Stadt ran. Was auch immer der Kollege hier macht. Du kannst eigentlich mal scouten gehen. Wobei, ihr seid Plänkler, ne? Wie wäre es denn, wenn Loomis dann gleich mal in die Stadt geht, ein bisschen aufräumen? Da oben haben wir noch Infanterie gefunden. Wie gesagt, die haben sie ein bisschen eingegraben. Könnt ihr da schon drauf feuern? Oh, die haben jetzt schon genug. Da scheint sich Konföderiertenartillerie auf der anderen Seite der Stadt aufgebaut zu haben. Aber das war ja irgendwie zu erwarten. Dann schaffen wir mal die Artillerie noch ein bisschen hier nach vorne, damit die dann schön auf die andere Seite des Ufers schießen kann. Smith schicken wir auch nach vorne. Müssen wir dann schauen, haben wir noch einen anderen Flussübergang abgesehen von den 2 Brücken? Sieht nicht so aus. Müssen wir jetzt also tatsächlich über diese 2... oh, Smith, nicht zu weit vor, bitte. Nein, ja, bitte nicht in Nahkampf mit den Jungs. Ja, haltet da mal ruhig drauf, Artillerie. Ihr seid flankiert. Flankiert doch bitte mal den Gegner lieber. Und dann geh du doch mal da. Nahkampf, Nahkampf, Nahkampf. Angriff. Smith vielleicht hinterher zur moralischen Unterstützung.
sind schon ein bisschen erschöpft, aber das passt schon. Meine Jungs sind kurz davor zu fliehen, die Gegner aber offensichtlich auch. Und die habe ich jetzt komplett zum Routen gebracht. Das ist klasse. Und dann halten wir da jetzt erstmal mit der Artillerie drauf. Ich würde sagen, wir gehen oben rein. Nicht unten, wie ich das zunächst geplant hatte. Ja, da unten ist halt die konföderierten Artillerie. Da will ich nicht mich zu sehr mit beschäftigen müssen. Supply schaffen wir hinten ran, damit er mir nicht von irgendwelchen Plänklern abgekappt wird. Und halten wir hier ruhig nochmal in den Rücken von dem McHenry rein. Auf geht's. Feuer, 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 Feuer. Sehr schön. Ja, das sind gute Kills. Die können hier unten ruhig in die Stadt reinhalten. Und dann würde ich sagen, können wir die jetzt auch... Also wir haben ja eigentlich Zeit. Eigentlich kann ich die erstmal ein bisschen von der Arti weichschießen lassen. Wobei wir waren auch ein bisschen auf einem Timer, wenn ich mich richtig erinnere, weil die Konföderiertenverstärkung ja auf dem Weg ist. Ja, insofern lassen wir uns jetzt nicht zu viel Zeit. Marschieren wir hier einfach mal in dieses Waldgebiet rein und fangen schon mal an, ein bisschen Feuer auszutauschen. Ja, die Artillerie scheint jetzt auch nicht allzu erfolgreich zu sein. 6 Mann getötet, 3 Mann getötet, ja. Weil, ich lass mal Schäfer hier unten einfach, damit die nicht nochmal über den... Ich lass vielleicht mal beide Plänkler hier unten, damit die nicht nochmal auf die Idee kommen, da über den Wald zu kommen. Über die Brücke zu kommen. Das ist quasi die Idee, wie ich die da abhalten will. Artillerie vielleicht mal näher ran für mehr Präzision. Ja, das sieht im Moment, glaube ich, nicht so super aus vom Kill-Death-Verhältnis. Die Verfassung von meinen Männern hier ist ja eigentlich gut. Ich bin am Überlegen, ob ich jetzt einfach stürmen soll, wenn die jetzt gerade ihren Schuss abgegeben haben. Machen wir einfach mal einen Charge jetzt. Und direkt die Kavallerie hinterher. Ja, auf geht's, auf geht's. Schönen Nahkampf chargen. Ein Schuss von der Kavallerie bitte. Und dann schicken wir den gleich hinterher. Und den am besten auch. So, und direkt losgehen, Kavallerie. Artillerie hierhin, Supply hierhin. Auf geht's, rüber da, rüber da, rüber da, rüber da. Smith schön zur moralischen Unterstützung mit rein. Ja, jetzt sieht das gut aus. Jetzt haben wir die aus den Stellungen raus. Und sie routen. Gut, gut. Charge mit dir noch mit der Kavallerie. So, jetzt muss ich hier mal runter von der Brücke. Da sind wir, glaube ich, mit am verwundbarsten. Bin jetzt gerade im Überlegen, ich schaffe, glaube ich, einfach meine verwundbaren Verbände direkt auch schon mit rüber. Aua, das tut weh. Aber die Hoffnung war eben, dass ich die routenden Truppen hier mit der Kavallerie weiter verfolgen und auflösen kann. Das scheint aber nicht ganz so schön zu funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Nehmen wir hier einfach mal den konföderierten Nachschub ein, würde ich vorschlagen. Zug hierhin. Wir haben noch ein paar Plänkler gefunden. Gebt einfach mal einen Schuss drauf ab. Genau, und wieder zurück. Ja, das gefällt euch nicht, das verstehe ich schon. Ja, immer rein da. Auf geht's. Bin eigentlich, also wie gesagt, ich bin ja zahlenmäßig überlegen, warum ich nicht ständig in Nahkampf gehe. Also ich sollte ständig in Nahkampf gehen, das will ich sagen. Ein bisschen schneller könnten wir jetzt mal laufen lassen. Ja, McHenry wird hier zusammengeschossen. Eigentlich können wir da jetzt auch reinchargen. Chargen? Angriff? Ihr ladet erstmal in Ruhe nach und lasst euch beschießen. Okay, einverstanden. Das funktioniert schon auch. Die Artillerie hier jetzt vielleicht schon mit reinhalten. Da oben kommen nochmal ein paar Truppen.
wie von Root. Die versuche jetzt mit Zug zu binden und dann nochmal von hinten mit der Kavallerie reinzuhalten. Das ist zumindest die Idee. So, da halten jetzt schön die Kartätschen rein. So. Immer rein da. Normale Geschwindigkeit. So, und jetzt von hinten schön reinhalten, meine lieben Kavalleristen. Und dann vielleicht... Könnt ihr chargen? Ihr könntet chargen. Das dürfte doch eure Moral sehr schlecht tun, genau. Könnt ihr das jetzt bitte chargen? So Nahkampf und so. So, schaffen wir die hier runter. Damit auf die gegnerischen Infanteristen hier draufhalten. Wie sieht das hier oben aus? Ihr räumt auf. Versuchen wir jetzt hier mal die gegnerische Artillerie unter Druck zu setzen. Und jetzt vielleicht auch mit den Plänklern schon von der Seite ran. Dass ihr vielleicht versucht, da Druck zu machen. Die Union hat Philippi gesichert. Sehr schön. Genau, da halten wir jetzt also so einigermaßen von der Seite rein. Da jetzt auch schön nachsetzen. Wie sieht es hier oben aus? Ja. In beide Richtungen wohl unsicher. Dann schaffen wir jetzt mal unsere Artillerie hier runter, genauso wie unseren Nachschub. Die sind auch nicht mehr ganz glücklich, die Jungs. Und hier schön hinterher. Das läuft schon. Ja, ich weiß, ihr seid erschöpft, aber normales Gehen sollte doch funktionieren, Leute. Also ihr seid Soldaten. Ich gehe davon aus, dass ihr alle in top physischer Condition seid. Nicht sicher, was jetzt hier mit dem Gegner passiert ist. Ich hoffe einfach, dass der aufgelöst wurde. So, meine Artillerie, was ist mit euch los? Ihr seid jetzt aufgeprotzt. Okay, das ist gut. So, jetzt einfach versuchen, da auf den Gegner wirklich zuzulaufen. Kommt er da mit den Plänklern rüber, versucht es zumindest. Halt mal hier doch einfach mal an die Seite von dem rein, genau. Jetzt haben wir die Stellung auch aufgelöst. Und kann Loomis bitte auf Davies schießen. Auf geht's, schön auf den draufhalten. Der ist sehr erschöpft und er bekommt jetzt gleich zwei Salven von den Plänklern ab. Und dann hier auf McHenry draufhalten, der gerade versucht uns zu chargen. Könntet ihr versuchen, Davies wegzuräumen? Syl hat aufgegeben. Sehr schön. Ein Plänkler mehr für uns. Und jetzt haben wir die konföderierten Artillerie auch aufgeben lassen. Rebellen bereiten einen Gegenangriff vor. Okay. Die Stadt ist gesichert, aber die Rebellen sind entschlossen, sie zurückzugewinnen. Wir haben einige Verschanzungen angelegt, um ihren Angriff aufzuhalten. Mehrere feindliche Regimenter nähern sich auf dieser Straße. Die größte Bedrohung ist der gepanzerte Zug, der auf den Schienen hier unterwegs ist. Ohne Geschütze werden wir große Schwierigkeiten haben, ihn auszuschalten. Gute Nachricht ist, dass Verstärkung auf dem Weg ist, die auch starke Artilleriebatterien umfasst. Sie sollte in etwa einer Stunde ankommen. Gut, 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 gut. Es wird ein harter Kampf werden, General. Ich bin bereit für Ihre Befehle. Gut, die wurden jetzt hier manuell aufgestellt, unsere Truppen. Das mag ich immer ganz besonders. Was ist das hier? Ach, besonders langsam wahrscheinlich. Ja, ich habe da auch, glaube ich, im Moment gar nicht sehr viel mehr dran auszusetzen. Unseren Supply schaffen wir vielleicht mal hier hoch. Die Plänkler schaffen wir mal hier vor ins Feld. Genauso wie
wir die Plänkler mal hier vorschaffen, einfach um den Feind ein bisschen zu verzögern. Die Artillerie schön nach unten ausrichten, hier eine nach oben ausgerichtet, das passt. Und Smith auch wieder ein bisschen weiter nach hinten. Kavallerie setzt man mal ja, flexibel dann ein. Bin gerade im Überlegen, ich schaffe die Kavallerie mal hier runter. Na los. So, 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 so. Ach, erst da unten kann ich drüber. Da schaffen es die Pferde nicht drüber oder was? Okay. Das ist vielleicht am Anfang ein bisschen umständlich, aber wenn ich den Punkt hier habe, überblicke ich alles, was hier unten ist. Das ist zumindest die Hoffnung. So, Skirmisher stellen wir vielleicht hier noch einen rein. Das sind ja schnelle Verbände. Und dann lassen wir jetzt mal die Zeit ein bisschen schneller laufen. So. Okay, da haben wir die gegnerischen Truppen gesehen. Mehr Rebellen gesichtet. Von dort unten kommt MacArthur. Also wie gesagt, historische Details dürft ihr hier nicht von mir erwarten. Da müsst ihr Medicus Channel R gucken. Die versuchen uns hier zu chargen. Bisschen gewagt, wenn ihr mich fragt. Auf geht's. Einmal da reinhalten, 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 reinhalten. So, die sind erschöpft, okay. Ah, ganz toll. Direkt unseren Artilleriemann verloren. Jetzt können wir im Gegenzug chargen. So, und die routen schon. So, und da bräuchten wir jetzt halt unsere Artillerie. So, konferiere, kommen die nördliche Straße runter. Rebellen sind zu zahlreich. Da müsste jetzt unsere Artillerie erstmal reinhalten können. Unsere Verstärkung. Das läuft gerade ziemlich schnell, habe ich den Eindruck. Ja, kommt ihr einfach mal hier rauf, bitte. Ja, über das ganze Feld braucht und die jetzt nicht zu verfolgen. Ein bisschen zurückziehen, bitte. Da kommt jetzt vor allem auch die Kavallerie angeritten. Und ihr bitte mal auf die Kavallerie versuchen drauf zu halten. Loomis wurde vor. Der gepanzerte Zug greift uns jetzt an. Ja, das ist gerade alles ein bisschen viel. Das läuft super schnell, habe ich den Eindruck. Oder meine ich das bloß, weil die gerade alle chargen? Wahrscheinlich. Ja, wie ich das jetzt hier gerade halten soll, das ist mir ein Rätsel. Das schaffen wir Smith mal hier runter zur moralischen Unterstützung. Ja, lasst euch bitte nicht in die Seite schießen. Die Kavallerie da mal hinschaffen. Ja, macht einfach, was ihr könnt, meine lieben Jungs. Die Plänkler mal hier runter vielleicht. Also da kommen halt irgendwie 3.000-4.000 Mann von unten. Ja, vielleicht so viel nicht, aber 2.000 in jedem Fall. Wie ich das halten soll im Moment, ist mir halt ein Rätsel. Jetzt nicht so, dass ich hier oben übermäßig viel habe, was das aufhalten könnte. Ja, die routen jetzt gerade alle, das ist mir schon klar. Ich wäre jetzt auch nicht zu happy in eurer Situation. Da kommt auch noch der gepanzerte Zug. Also, ja, uns werden halt alle Offiziere abgeschossen. Ich weiß nicht, soll ich diese Schlacht hier gewinnen? Also, das die Überzahl ist halt absolut erdrückend gerade. Ja, reitet doch da jetzt bitte nicht rein. Die Verstärkung, die ist halt einfach super langsam. Wenn ich die jetzt sprinten lasse, also das schaffen die halt nicht. Rechtzeitig. Ja, routet bitte. Das ist schon okay. Vielleicht, wenn ihr hier defensive Positionen einnehmt. Also, wenn die Verstärkung hier da ist, ist super. Ja, rennt bitte. Aber bis dahin weiß ich halt noch nicht. Also hier oben scheinen wir es ja im Moment gut zu halten.
Bloß hier vorne werden wir halt komplett aufgerieben gerade. Vor allem auch noch mit diesem gepanzerten Zug da. Ja. Ganz hervorragend. Ich dachte halt immer, man spielt die Union, damit man eine zahlenmäßige Überlegenheit hat und nicht, damit man von der zahlenmäßigen Überlegenheit der Rebellen kaputt gemacht wird. Die gehen jetzt halt überall in Nahkampf, würde ich ganz genauso machen. Also halt einfach die zahlenmäßige Überlegenheit haben. Konföderiert haben, ja, klar haben sie es gesichert, weil die mit dreimal so vielen Männern kommen. Jetzt haben wir hier unten zumindest mal die ersten Mann aus der Verstärkung da. Da kommen nochmal 1200 Mann von uns jetzt. Mir werden alle Offiziere abgeknallt, aber das wundert mich halt wirklich nicht. Also die haben uns halt komplett überlaufen hier unten. Jetzt rüber hier bitte. Und das bisschen, was ich jetzt noch an Artillerie bekommen habe, das ist eine Batterie mit 6 Pfindern. Dankeschön. Ganz tolle Artillerie. Das ist halt so Close-Range-Artillerie. Das ist jetzt für das Szenario schon das Richtige, aber die muss halt erstmal eine halbe Stunde rangekarrt werden. Wie sieht es bei euch mit Versorgung aus? Das passt, okay. Könnt ihr da bitte reinhalten? Und ihr vielleicht auch. Vielleicht die Kavallerie noch. Jetzt gehen wir mal in den Nahkampf, würde ich sagen. So, und jetzt da. Habt ihr da gerade schon reingehalten? 0 Mann getötet. Okay. Ja. Ah, das ist halt echt so ein Meatgrinder hier. So, könnt ihr da jetzt mal Kartätschen reinlassen? Bumm, bumm, bumm. Ja, ein Mann getötet. Das hat sich gelohnt, die gute Artillerie hier anzubringen von der Union. Plänkler schön mitmachen. Gibt's keine Ausreden hier. Au, 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 au. Also hier oben sieht es jetzt gut aus. Also da habe ich halt eine Überlegenheit. Gehen wir da jetzt ran, versuchen wir direkt einen Nahkampf zu suchen. Gegner kommt jetzt mit Kavallerie hier ran. Ja, der nächste Offizier ist umgekommen. Ganz, ganz hervorragend. Weil auch dieser scheiß Zug hier oben. Also ich wüsste halt auch nicht. Kann meine Artillerie den schon erwischen? Nee, natürlich nicht. So, hier mal reinhalten in die Jungs. Gehen wir mal dahin. Hier langsam vorrücken. Oh, ja, das tut weh, das tut weh, das tut weh. Habt ihr? Ich hätte halt wirklich niemand noch irgendwelche Ausdauer, der mit 24 Mann getötet nach irgendwie 10 Salben oder so. Überzeugt mich halt alles nicht, die Artillerie. Während wahrscheinlich der Panzerzug vom Gegner schon ganz gut aufgeräumt hat bisher. Wir müssen jetzt hier in Nahkampf. Wir haben halt nicht mehr viel Zeit. Wir müssen in einer Stunde das Ding haben, die Stadt. Wo ist Smith? Hier unten. Sorgen wir mal dafür, dass der hier den ganzen Jungs ein bisschen Moral einbläut. Könnte
Könnt ihr vielleicht auf diesen Panzerzug draufhalten? Die Jungs sind jetzt komplett geflohen. Toll. Hier oben, das hält halt im Moment, aber ich kann die halt auch nicht da abziehen. Jetzt muss man halt versuchen, da irgendwie diesen Steamroll-Effekt zu nutzen. Nächster Offizier wurde mir umgebracht. Also Smith steht hier schon in Erfahrungs-, in Ding Reichweite. Ja, die Artillerie auf den Zug auszurichten hat jetzt, glaube ich, auch nicht den größten Effekt. Gerade mit den 6 Pfündern sind wir da nicht auf der richtigen Distanz, wenn ich das so sagen darf. Und dass man hier unten halt irgendwas reißen, sehe ich auch nicht. Wie viel Deckung habt ihr da? 33%. Probiert's mal dahinter. Ah, die Befestigungen geben also keine Deckung, das passt schon. Jetzt schaffen wir es hier vielleicht ein bisschen das Center der Jungs aufzulösen, genau, die Routen. Flankler da vielleicht nochmal reinhalten. Oh, den MacArthur vielleicht töten? Hm. So, jetzt... Union hat Philly gesichert, sehr gut. Muss man halt versuchen, den da umzubringen. Ja, so langsam wird's besser, Gott sei Dank. Gott weiß warum, ehrlich gesagt. Also, vielleicht weil sie hier unten einfach zu viel Zeug einsetzen. Wir haben jetzt halt im Center die Überlegenheit. Jetzt würde ich sagen, schaffen wir Smith mal hier wirklich in die Stadt, damit er den Jungs... kannst du rennen? Nee, du kannst nicht rennen. Ein General rennt nicht, ich verstehe schon. Ihr habt 237 Mann getötet. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Könnt ihr damit Kartätschen reinhalten? Ja, 300 Mann schon getötet, die Jungs. Ammo? Ja, das Problem können wir lösen. So. Könnt ihr jetzt mal da versuchen reinzugehen? Also wir halten die Stadt. Wir haben es jetzt endlich geschafft. Die Stadt wieder zurückzuerobern. Hey, hey, hey. Also irgendwie habe ich den Eindruck, dass die konföderierten Einführungsschlacht ein bisschen einfacher ist. Und außerdem habe ich den Eindruck, dass ganz egal, welche Einführungsschlacht man macht, dass man immer eine Unterzahl ist. Oh, hier mal bitte in die Flanke. Feuer, Feuer, Feuer. Weil das tut jetzt im Zug auch nicht gut. Ein bisschen moralische Unterstützung da jetzt vielleicht. Aua, Bruce, könnt ihr da helfen? Nein, einfach nur schießen. Ihr habt eure Gewehre geladen. Jetzt einfach schießen. Schießen? Nein, nicht schießen. Okay, dann schießt ihr nicht. Das passt auch. Parrot in die Seite schießen. Loomis. Ja, macht seinen Job. Könnt ihr da versuchen zu chargen? So, jetzt haben wir auch wieder Versorgung da dran. Hatten wir nicht mal Kavallerie noch, aber ich glaube, die habe ich schon verloren. Okay, die Routen hier oben. Da sieht es aber für mich gerade nicht gut aus. Müssen wir da jetzt wieder runter, bevor die uns jetzt Philly wieder abnehmen. Oder Philippi. So, da schön weiter reinhalten, das läuft. Fast 400 Mann getötet, die Jungs. Also der Artilleriemann, der Woods, hat sich ausgezahlt. Ich
wäre ich sehr verbunden, wenn wir jetzt Philippi noch 12 Minuten halten könnten, Jungs. Und ihr einfach mal feuern. Geht das? Hält da unsere eigene Artillerie in unsere Männer rein. Das ist klasse. Sicherlich gut für die Moral. Schön russisch. Von allen Seiten beschossen werden. MacArthur unterstützt jetzt da oben die Flanke. Schaffen wir mal unseren eigenen Smith in die Mitte. Verluste 60%, ja. Noch ein russischer Fakt. Der hat 200 Mann oder 300 Mann getötet und 270 verloren. Das ist alles nicht so toll. Ich frage mich, ob man die auch erfolgreich abschließen kann. Wahrscheinlich schon. Aber ich weiß halt nicht, wie man am Anfang da diese absolute Übermacht, die da kommt, aufhalten soll. Das ist mir halt ein absolutes Rätsel. So, jetzt lassen wir noch 2 Minuten hier fertig laufen. Also beenden den... Oh, ja, wir haben halt... Achso, nee, wir sind die Union, ne? Ich habe bisher mal hier gucken müssen bei den Verlusten. Aber die haben tatsächlich mehr Mann verloren als wir. 3400, wir haben 2800 verloren. Wir haben eine Kanone mehr verloren als die Gegner und ein bisschen mehr Kavallerie. Ziele, wir haben die Ziele erfüllt. Gucken wir mal, wer unser Führer war. Suqua hat am meisten Mann getötet. Danach Loomis und dann unsere Artillerie unter Woods. Aber ich glaube, die Hälfte der Männer habe ich schon verloren. Zug wurde befördert, verstorben, verstorben, verletzt, verletzt, verletzt. Okay, die wurden alle nur verletzt, Gott sei Dank. Das heißt, die kriege ich wieder. Geborgen haben wir da 1200 Springfield. Das ist wohl ein bisschen besseres Modell. Eine Sechspfünder haben wir bekommen. Und das Sharps-Modell, das ist ja so ein, so ein Kavallerie- oder Plänkler-Waffen-Ding. Civil War Campaign Medal. Ja, die habe ich mir auch verdient nach der Schlacht. Wir haben 3700 Manpower, 3 Ruf bekommen. Am Anfang ist es, glaube ich, schon wichtig, den Ruf einzusetzen. Ruf zum Ausgeben haben wir jetzt 8 Punkte. Wir können jetzt hier ein... Ich schätze, das ist ein General. Es ist halt ein Stern. Ja, keine Ahnung, was es ist. Könnte auch nur ein Lieutenant sein. Wir können 10 Pfünder kaufen, um unsere Artillerie wieder zu verstärken. Wir könnten noch ein paar Palmettos kaufen. Bessere Genauigkeit mit 13,5. 13,5 ist meines Erachtens eine super Scheißgenauigkeit. Die 1855er hat 65 Accuracy. Warum ist die... Ah, die macht nur 2/3 Schaden von dem da. Aber wir scheinen auf jeden Fall gut Zugriff auf Waffen zu haben. Das ist auf jeden Fall gut. So, ansonsten, Kaserne, die sind verwundet. Die werden wohl wieder repariert mit der Zeit. Und in der Karriere, wenn wir da jetzt einfach noch einen Punkt drauf geben, kriegen wir plus 10%. Gold pro Rekruten. Achso, Gold und Rekruten. Eine Ausbildung. Ich bin jetzt unsicher, was am Anfang wohl den größten Vorteil bieten wird. Gute Frage. Reconnaissance auf keinen Fall. Entweder halt Truppenteil oder Ausbildung. Also, wenn ihr Ausbildung macht, das gibt mir jetzt halt 2,5%. Das ist jetzt nicht so der Brüller. Truppenteil macht meine Brigaden einfach größer, was schon gut ist. Wirtschaftlichkeit gibt mir einfach mehr Ermäßigung. Ich gehe jetzt mal auf die Army Organization, den Truppenteil, damit ich einfach da jetzt mal auf ein gewisses Level komme. Weil wir wollen ja Masse aufs Feld bringen. So, jetzt gucken wir erstmal kurz in die Schlachtenkarte rein. Abgefangene Nachricht. Der Präsident versteht Smith als einen überraschend fähigen Yankee-Kommandeur. Ja, vielen Dank, hat deswegen zugestimmt, ihn 2000 Truppen zu senden. Um im Kampf gegen sie, also die haben jetzt 2000 Mann Nachschub bekommen. 6400 Rebellensoldaten im Gebiet Virginia versammeln sich. Okay, die haben wohl insgesamt 8400 jetzt. Okay, ja, passt schon. Das ist dann erste Schlacht im Bull Run.
Wir mussten auf konföderierten Seite verteidigen, das heißt, hier werden wir dann wahrscheinlich angreifen müssen aus Unionsseite und hier ist ein Hilferuf. Ihre neu formierte Armee wird dringend zum Schutz unseres Versorgungslagers gebraucht. Wir räumen die Region, die die Konföderierten stark unterstützt. Unsere Vorräte, Waffen müssen gesichert werden. Das können wir dann gleich machen, aber wie gesagt, jetzt bauen wir erstmal unsere Armee auf. Loomis, guter Mann, aber ist wohl verwundet worden und wir müssen wahrscheinlich gleich noch ein paar Leute kaufen. Brigadeoffizier. Wir nehmen einfach mal so einen billigen Major. Die wachsen ja mit ihren Aufgaben, die Jungs. Wäre zumindest mein Verständnis. 10 Pfünder Artillerie und 6 Pfünder. Jetzt geben wir dem erstmal hier Veteranen. Das kostet ein bisschen viel für meinen Geschmack. Das würde halt nichts kosten. Wie viele Geschütze habe ich auf Lager? Artillerie. Ich habe noch 3 6-Pfünder auf dem Feld, auf Lager. Da jetzt mal eine halbe Brigade hinzukriegen, ist ja wahrscheinlich kein Fehler. Wenn ich das mit Veteranen mache, kostet halt 6-mal so viel. Wenn ich die voll mache. Was kostet es, die voll zu machen? Das wäre dann richtige Artillerie. Und nicht dieses Nahkampfgedöns. Im Moment sind das ja 2 Kanonen. Jetzt stocken wir das mal auf 12 Kanonen. Stocken wir das mal auf 12 Kanonen. Wir nehmen jetzt überall keine Veteranen. Und jetzt bringen wir einfach Infanteristen mal aufs Feld. 1500 Mann, dann bringen wir jetzt einfach noch eine zweite Brigade Infanterie. Und schauen mal, dann nehmen wir die Springfield. Wovon haben wir denn noch was auf Lager ansonsten? Die 1842er und die 1855er hat meines Verständnisses nach wesentlich bessere Werte, zumindest im. Das können wir uns eh nicht leisten. Okay, nehmen wir die Springfields. Das kostet dann 12.000. Und dann haben wir jetzt noch 400 Mann übrig. Das würde einer Kavallerie zum Beispiel entsprechen. Erstellen wir also eine neue Division und nehmen noch ein paar Kavalleristen mit. Gehen wir schön auf die 400. Mag gerade Zahlen. Den könnten wir die Palmetto geben. Wir haben aber, glaube ich, auch noch ein paar Sharps auf Lager. Genau 400 Stück. Nun rüsten wir doch einfach die Sharps aus, würde ich sagen. Jetzt haben wir noch 12 Mann in Reserve. Ich denke, so passt das erstmal. Und die nächste Schlacht gibt es im nächsten Video. Das dauert jetzt hier eh schon 50 Minuten, weil die Anfangsschlacht so lange gedauert hat. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Mir macht das Spiel mega viel Spaß. Und ja, ich hoffe, ihr könnt mir da ein bisschen Feedback zu geben, ob euch das genauso gefällt wie mir. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.